Gunst des Jägers. Ich habe den Bau des Wolfs aufgespürt und muss ihn nun stellen. Der Wolf, den ich in den Höhen gefunden habe, ähnelt eher einem Gestaltwandler, scheint aber nicht in der Lage zu sein, zu kommunizieren. Meine Wächtergabe haben mir eine Vision aus der Vergangenheit des Druiden geschenkt. In der Vision steht ein junger Mann, ein Totem aus dem Schrei Gellerwains. Sein anschließender Versuch, sich seine Druidengestalt zu verwandeln, hat offenbar dazu geführt, dass er in dieser anderen Gestalt gefangen blieb. Vielleicht hat das Totem etwas damit zu tun. Ich könnte sie noch in dem alten Lager finden, in dem es fallen gelassen wurde. I'm here. Also ja, der eine Winterwolf beschützt hoffentlich jetzt die Jäger, während ich das Totem wieder an seinen Platz bringe. Das wäre dann das Jägerlager hier unten wahrscheinlich. Wahrscheinlich wurden die von Ogern angegriffen. Vermute ich mal. Ja, da ist das Jägertotem. Ich habe in einem längst verlassenen Lager ein Bärentotem gefunden. Es scheint dasselbe Totem zu sein, das ich in meiner Vision gesehen habe. Das Totem, das von einem Gellerwain-Schrein gestohlen wurde. Ja, der ist hier oben. Der Tasch scheint seit seinem letzten Besuch nicht angehört worden zu sein. Der Wind pfeift leise durch den Knochenbogen. Das Totem auf der Altar legen. Als du das Totem wieder auf den Schrein legst, wird der Wind plötzlich stärker. Pulveriger Schnee und Blätter werden in die Luft gewirbelt. Die Brise trägt das weit entfernte Bell von unten herbei und die Luft füllt sich mit dem Geruch von Kupfer und Schießpulver. Die Augen der Meerschnitzerei scheinen zu funkeln. Purpurrote Stecknadelköpfe in einer plötzlich zunehmenden Dunkelheit. Schlanke Schatten schleichen vor dem Altar umher. Einen zeitlosen Augenblick lang hast du das Gefühl, als würdest du von einer Stromschwelle schneller aus Furcht und Grausamkeit weggezerrt werden. Du bist erfüllt von der Ekstase der Jagd und der Panik des Gejagtwerdens. Endlich bist du wieder frei und die Schatten schmelzen im Tageslicht dahin. In der Ferne hörst du ein trauriges Heulen. Ich habe das Totem wieder zu Gellerwains Schrein im Rotwald gebracht, wo mich eine Vision überkam. Offenbar hat sich in diesen Wäldern etwas verändert. Und da ist jetzt Suldrun. Die Jäger sind weg. I'm here. Die Wölfe sind aber auch weg, so wie es aussieht. Oh. Einzigartiger Zauberstab. Und noch mehr Geld. Dieser junge Mann verschwindet fast in seinen
zerfetzten Fellen. Beide Mann und Fell sind voller Schmutz und getrocknetem Blut. Sein Kopf hebt sich ruckartig, als du eintrittst. Er starrt dich mit einem Auge furchterfüllt an. What? What's happened? Who are you? Was ist passiert? Wer bist du? Er hebt eine Hand und betastet vorsichtig die Haut um sein blindes Auge herum. Ich habe das Totem zu Galloway zurückgebracht. Du bist geheilt. Dein Vater hat mich geschickt, dich zu töten. Ich habe einen anderen Weg gefunden. Du erinnerst dich nicht. Wie praktisch. Wo sind die anderen Wölfe? Ich habe das Totem zu Galloway zurückgebracht. Galloway, the Totem. I took it to give to father, and then the ogre attacked. I changed, and it was like I was shackled to someone else. He wanted to chase, to hunt forever. Galloway, das Totem. Ich habe es genommen, um es Vater zu schenken. Dann hat der Ogre angegriffen. Ich habe mich verändert und es war, als wäre ich an jemandem anderen gefesselt. Er wollte jagen, immer nur jagen. I remember it in pieces. It's mostly darkness, but I could see. Sometimes. I think I hurt someone. Wait. My father. Thiersch. Is he alive? Where is he? Ich erinnere mich an Fragmente. Fast alles ist dunkel, aber manchmal konnte ich sehen. Ich glaube, ich habe jemandem wehgetan. Moment, mein Vater, Thiersch, lebt er? Wo ist er? Er ist verwundet, aber lebt. Oh, merciful gods. I don't know what to say. What you must have seen of me. Oh, meine gnädigen Götter, ich weiß nicht, was ich sagen soll, was du von mir gesehen haben musst. Er blickt auf die Knochen, die auf dem Höhenboden verteilt sind, und schreckt zurück. I remember the taste. How can I return home after all this? Ich erinnere mich an den Geschmack, er sagte sich zusammen. Wie kann ich nach all dem nach Hause zurückkehren? Zauber verpasst Suldrun eine schallende Ohrfeige. Suldrun regt ihn mit weit geöffneten Augen sprachlos an. Zahua zuckt mit den Schultern. Bei mir hilft das meistens. Er blickt sich in die Runde um. Was? Suldrun scheint den Schock abzuschütteln. Du warst nicht du selbst, man kann dir keine Schuld geben. Du hast Unschuldige getötet, du hast es nicht verdient, einfach nach Hause zurückzukehren. Hier draußen kannst du keine Buße für deine Taten tun, du sollst Stalwart helfen. Er hat die ganze Zeit versucht, dich zu töten, ich glaube nicht, dass er dich willkommen heißen würde. Dein Vater hätte dir geholfen, wenn er könnte, er wird froh sein, dich zu sehen. Es ist deine Entscheidung. Nehmen wir mal die 5. Do you think so? I fear he may greet me as a monster still. But then, if that is the sentence I've earned, I will accept it. Meinst du, ich fürchte, er würde mich nur auch immer als Monster begrüßen. Er seufzt, wenn das die Strafe ist, die ich verdient habe, dann akzeptiere ich sie. I will go home and beg my father's forgiveness. To you, I offer this. It is the dearest thing I own. Ich gehe nach Hause und bitte meinen Vater um Verzeihung und du nimm dies. Es ist das Wertvollste, was ich besitze. Er nimmt sich ein Amulett ab und überreicht es an dich. Überreicht es dir, an Ahnenanhänger zum Inventar hinzugefügt. I will tell my father what you have done for me. If you mean to return to Stalwart, perhaps you will find me there. Ich werde meinem Vater berichten, was du für mich getan hast. Wenn du nach Stalwart zurückkehrst, findest du mich dort vielleicht vor. Tschüss. Was macht das? Wächtergeist. Beschwört ein Phantom. Macht plus 2 Verfassung. Dann leg du mal das an. Ja. I'm here. Gut, da sind wir jetzt in dem Gebiet eigentlich auch fertig. Thank you.
So, wo können wir am schnellsten das Gebiet verlassen? Einfach hier drüben irgendwo. Stimmt, da war doch was. Wo ist diese... Ist es ein Questgegenstand gewesen? Genau. Stein. Und entweder zwei Wege oder zwei Flüsse. Ne, hier. Also ja, ich sehe hier Wege. Aber nichts, was entsprechend aussieht. Gehen wir doch mal zu den Langsichtfällen. Wenn nicht, dann wird es nur ganz Batterie sein. So, hier sind zwar dicke Straßen, aber keine, die links und rechts herum an irgendwelchen Bäumen entlang geht. Dann bleibt mir nur die ganze Batterie, aber erstmal zurück nach Stalwart. Außer es ist jetzt Stalwart versteckt. Gucken wir mal dort, ob wir dort ein paar... Aber nee, ein wirkliches Wäldchen gibt es ja in Stalwart auch nicht. Tagebuch wurde aktualisiert. Also erstmal, Gaydar im Visier sei getroffen, bittet um einen Gefangenen, um an ihm zu experimentieren. Beinahe wurde sie von der auf der Straße von Räubern überfallen, doch deine Patrouillen konnten einschreiten. Nee, sowas mache ich nicht. Ich lasse keine Beseeler an irgendwelchen Leuten rumhantieren. Gucken wir mal, hat sich hier irgendwas getan? Eine der Teile von Gadros Helm befindet sich irgendwo in Stalwart. Ich sollte ein wenig herumfragen. Ah. Nun und spritz hoffnungsvoll die Ohren. Bist du hier, um Handel zu treiben? Hast du zufällig einen alten Helm oder ein Horn, das aussieht, als würde es einem Helm gehören? Nun und öffnet ein Fach in seinen Wagen und zieht ein zersprungenes Horn heraus, das in Stoff gewickelt ist. Einer der Dorfbewohner hat es mir verkauft. Der Blick kriege ich drein. Er sagte, es käme von irgendeinem seltenen Seegeschöpf und wäre sehr wertvoll. Jedem, den ich es anbiete, hätte es für wertlosen Schrott. Nun hält inne, oder siehst du das anders? Wie viel willst du dafür haben? Ich bin mal ehrlich, ja, es gehört zu einem Artefakt, das ich reparieren will. Nur Stolz, also doch keine meiner schlechtesten Investitionen. Ich will 600 Pant dafür. Das ist per abgemacht. Die Welt verblasst aus und deine Sicht verschwimmt. Als sie zurückkehrt, findest du dich im
eiskalten Wasser einer Bucht wieder. Dein Körper ist taub von der Kälte, deine Lungen brennen vor Anstrengungen. Arthel und Bardon schwimmen neben dir. Sie verausgaben sich völlig, um dich zu überholen. Am anderen Ufer warten die anderen Mitglieder des Stammes. Bei ihnen steht auch Olara, die Tochter des Häuptlings. Um ihre Hand wetteifert ihr drei heute. Gib auf, Gardorf. Adel überholt dich und obwohl du dich noch sehr anstrengst, kannst du nicht mehr aufschließen. Du blickst dich nach Bardwin um. Es ist purer Zufall, dass du den Kopf der Seeschlange siehst, die sich eurer Gruppe nähert. Wie zuvor bleibt die Welt stehen.